ausstatten und dürfen nur auf dem Platz, auf ihrem Sitzplatz den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Und wir freuen uns natürlich, dass zumindest ein paar Zuschauer wieder vor Ort sein können und man schon wieder ein anderes Gefühl bei einem Fußballspiel hat. Ja, es ist erstaunlich. Also man muss wirklich nur den Platz des Nebenmanns freilassen. Also es ist jetzt nicht die Reihe dahinter oder davor auch noch frei. Also die Leute sitzen, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, relativ nah beieinander. Aber gut, so macht es halt Österreich. Und die, die da sind, die freuen sich. So, da haben wir Ansgar Knauf, mal ganz groß im Bild. Bei dem pocht das Herz jetzt bestimmt ganz schön ordentlich, aber er kennt das ja jetzt, also die Gesichter. Er ist jetzt mit den Jungs schon einige Tage zusammen hier im Trainingslager und zeigt sich auch immer wieder im Training. Und ich finde es auch gut, dass er sich dann heute hier mal in diesem Test zeigen darf. Ja, und dann haben wir Roman Bürki, der hat am Mittwoch noch ausgesetzt. Da ist er im Hotel geblieben und heute steht er wie gewohnt mit der Nummer 1 im Tor von Borussia Dortmund. Ja, die Jungs von uns sind schon da. Austria lässt noch ein bisschen auf sich warten. Peter Stöger joggt schon mal zu seiner Bank, aber seine Mannschaft ist noch nicht zu sehen. Ja. Peter Stöger hat gerade noch mal eine kleine Zeitreise gemacht und sich relativ lange mit Carsten Kramer und danach mit Michael Zorc unterhalten. Worüber? Also Lippen lesen kann ich nicht, aber ich vermute mal, es werden die alten Tage in Dortmund gewesen sein. Und das, was er jetzt bei Austria Wien macht, denn er ist ja jetzt seit wenigen Wochen in einer Doppelrolle, also sozusagen das englische Modell. Er ist ein Manager, also Trainer und Sportchef zugleich. Und nach dem, was man so hört, muss er den Gürtel ganz schön eng schnallen. Also Austria Wien, wahrscheinlich auch bedingt durch die Corona-Krise, wird sich nicht wahnsinnig verstärken in diesem Sommer. So habe ich gelesen, es gibt jetzt zwei Neuzugänge. Einen davon, wenn ihr euch regelmäßig für die Bundesliga interessiert, das Gesicht, das kennt ihr. Und zwar deren Nummer 29, Markus Suttner, Linksverteidiger. Der ist nach 5 Jahren zurückgekehrt zu Austria und stieg ja mit Fortuna Düsseldorf aus der Bundesliga ab und war vorher ja auch bei Ingolstadt eine ganze Zeit. Ja, und jetzt kommt die Austria auch auf den Platz. An dieser Stelle vielleicht nochmal ein Dank an unseren neuen Trikotsponsor 1&1, der auch heute diese Übertragung möglich macht. Wir haben auch ein tolles Gewinnspiel, das die Kollegen uns zur Verfügung gestellt haben. Das werden wir euch im Laufe der Sendung vorstellen. Und jetzt sehen wir die beiden Kapitäne bei der Platzwahl. Axel Witzel und... Ja, wir wissen nicht, wie viel ihr von Austria wisst, aber habt mal ein Auge auf die 14, der Stürmer von Austria Wien. Wie gesagt, Christoph Monschein hat in 22 Ligaspielen 15 Tore gemacht. Sehr ordentlich. Und ja, merkt euch den vielleicht mal. Ich hoffe, er tritt heute gar nicht so oft in Erscheinung. Werden wir dann sehen. So, die Platzwahl ist gemacht. Es gibt keinen Seitenwechsel und damit wir das auch schon wir abgehakt sehen, haben. Wie sie sich hinstellen, sieht es doch eher so aus, als Das warten wir mal ab, würde ich sagen. Aber Schiedsrichter der Partie ist auf jeden Fall Andreas Heiß und ihm assistieren Santjo Schreiner und Arnel Beganovic an den Seiten. Die Austria stößt an. Und ich würde jetzt gerade mal sagen, Julian Brandt geht gleich ins Sturmzentrum. So sieht's aus. Und die Viererkette: Paslak, Akanji, Meunier, Morey. Knauf über rechts, Guerrero über links. Witzel zentral defensiv im Mittelfeld. Versetzt davor Gio Reyna. Manuel Ferrei links außen. Ja, und wo immer ihr uns zuschaut, in Dortmund, NRW oder auf der Welt, Grüße gehen raus aus Österreich, speziell an alle Kollegen, die im Mannschaftshotel geblieben sind. Ich habe gehört, die gucken in Zimmer 270 und ich wette, die plündern da gerade die Minibar. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr bei YouTube guckt, wie ihr das Spiel guckt, am Strand, auf dem Balkon oder im Wohnzimmer und was ihr euch so für ein Getränk gönnt, ein Bierchen, ein Wasser oder ein Cocktail mit Schirmchen. Und stellt natürlich auch eure Fragen. Also ich werde immer mal mit einem halben Auge in den Chat gucken und dann versuchen wir natürlich auch eure Fragen hier vor Ort zu beantworten, wenn wir es denn können. Tobi, ich habe eine Beschwerde.
Die erste Beschwerde schon. Warum haben wir Stehplätze? Das gehört doch zum Fußball dazu. Ja, aber die ganze Zeit vom Kommentatorenplatz, ich weiß gar nicht, wie ich aufschreiben soll. Also das Ding ist, wir stehen hier hinter so einer Holzwand unterm Dach und jedes Mal, wenn wir jetzt auf die rechte Seite gucken wollen, müssen wir uns eigentlich nach vorne beugen. Ich glaube, nach dem Spiel brauche ich Voltaren. Wollen wir uns mal nicht beschweren, sondern hoffen, dass die Jungs uns auch gar keinen Anlass da geben, uns da noch lange drüber aufzuregen. Und wenn ich mich ganz weit vorbeuge, dann kann ich auch sehen, die Haupttribüne ist richtig gut gefüllt. Also wie gesagt, ein Platz Abstand, aber ich würde behaupten, Haupttribüne ist nach den Maßstäben, die es hier gibt, quasi ausverkauft. Was hatten wir letztes Mal? 1250 Zuschauer? Das genau. Dürfte diesmal ungefähr auch sein. Ich hoffe, die genaue Zahl warten wir noch. Die wird wahrscheinlich im Laufe der Partie kommen. Ja, und dann ist ja immer die Frage, was für Aussagen kann man aus so einem Testspiel ziehen? Die Mannschaft trainiert ja relativ viel und die Spieler, die wir in diesen Tagen immer wieder interviewen, sagen uns auch, dass sie sich teilweise richtig fix und alle fühlen, wenn sie so zwei Einheiten am Tag absolviert haben. Mats Hummels hat ja neulich sogar zugegeben, dass er früher in alten Zeiten noch zwischen den beiden Trainingseinheiten Tischtennis gespielt hat. Das macht er heute nicht mehr. Er muss regenerieren und so geht es bestimmt den meisten. Heute Morgen um 10 bis 11 ungefähr, gab es eine Trainingseinheit, die war tatsächlich relativ intensiv. Wurde wieder viel auf Neudeutsch One-Touch-Football geachtet. Ständige Umschaltmomente wurden trainiert. Also rumstehen im Training, das war vielleicht mal in den 90ern. Der Schwerpunkt lag heute auf harten Pässen und auch Standards. Verhalten bei Standards wurde viel trainiert vom Team von Lucien Favre. Und vielleicht fragt ihr euch, auf dem Platz ist er nicht, auf der Bank sitzt er nicht, wo ist eigentlich unsere Nummer 9 Erling Haaland? Der dürfte jetzt auf dem Trainingsgelände sein, er trainiert nämlich heute Nachmittag parallel individuell. Der ist noch nicht so richtig wieder bei 100%. Wer soziale Medien verfolgt, wird sich wundern, wieso, der war doch gestern Abend auf dem Stuhl absolut bei 100%, als er Bob Marley gesungen hat. Die Neuen in Anführungsstrichen mussten ja gestern Abend singen vor der Mannschaft und haben das mehr oder minder gut gemacht. Und Erling war, was würdest du sagen, Schulnote? Eine 2 plus. Eine 2 plus. Mal auf den ersten Eckball geschlagen von Rafa Guerreiro. Der jetzt den Ball wieder hat und in den 16er zieht, den Rückraum sucht, Gio, kommt nicht zum Abschluss. Das war die erste etwas gefährliche Situation nach gut 5 Minuten. Jetzt Thomas Meunier, der sich durchtankt und den Ball reingibt. Jetzt können wir mal gucken, das Rückzugsverhalten klappt gut. Ja. Da notieren wir doch tatsächlich mal die erste Chance in der 5. Minute. Giovanni Reyna. Der ja auch das erste Tor in dieser Saison im ersten Testspiel geschossen hat, da durch die Beine des Torhüters von Altach. Hier konnte Patrick Penz noch klären zur zweiten Ecke, die wieder von Rafael Guerreiro geschlagen wird. Oder spielt er sie kurz? Julian Brandt bietet sich an, aber er schlägt sie trotzdem in die Mitte. Den ersten Pfosten, da war aber ein Spieler der Austria zuerst am Ball und deswegen baut der BVB auf über Roman Bürki und Emanuel Ferrei. Schöner Seitenwechsel von Axel Witzel. Aber der Ball von Morey findet keinen Mitspieler. Ja, vielleicht habt ihr euch gerade gewundert, was macht denn der Thomas Meunier da vorne? Vielleicht vermisst oder wird von euch der eine oder andere Achraf Hakimi vermissen, der uns ja verlassen hat und mit dem mit Sicherheit eine ganze Menge Geschwindigkeit den Verein verlassen hat. Aber Thomas Meunier hat mehrfach betont, er ist natürlich ein ganz anderer Spieler vom Typ her, aber er gönnt sich auch immer wieder Ausflüge nach vorne. Er war früher Stürmer,
Und das kriegst du nicht so richtig raus aus der DNA. Heute ist er in der Innenverteidigung, keine Ahnung, ob ihm die Ausflüge nach ganz vorne gestattet sind, aber die nimmt er sich halt einfach mal. Ja, und er ist ein sehr erfahrener, auch international erfahrener Spieler. Viele Nationalmannschaftsspiele bei PSG hat er sich ja auch mit uns in der Champions League duelliert. Und das ist, glaube ich, auch mal ein ganz gutes Gegengewicht zu den vielen, vielen großartigen Talenten, die wir haben. Aber so ein paar erfahrene Spieler wie Thomas Meunier, wie ein Axel Witzel, wie ein Emre Can, die braucht es dann auch im Kader. Ja. So, jetzt der Konter über die rechte Seite. So, und Roman Bürki wird zum ersten Mal geprüft. In der 8. Minute von Zakaria. Und Bürki bekommt als erster hier direkt Unterstützung vom Publikum. Jetzt sind wir auch sehr nah an seiner Heimat, ja, in der Schweiz. Alltag in Österreich, kurz hinter der Grenze. Der BVB ja in Bad Ragaz in der Schweiz im Trainingslager, hat vorhin die gut 40-minütige Fahrt aus dem Hotel auf sich genommen, um dann hier in Altach das zweite Testspiel zu absolvieren. So, das sieht doch nach dem One-Touch-Football aus, den Sie heute geübt haben. Und da ist das 1:0. Ich würde ja sagen, wie im Training. Wieder ist es Gio Reyna in der 0.9. Minute mit dem 1:0 für den BVB. Heute spielt der Borussia Dortmund geht mit 1:0 in Führung. Torschütze mit Nummer 32, Gio Reyna. Ein super Doppelpass mit Rafael Guerreiro und dann nutzt er die Uneinigkeit in der Abwehr der Austria und kann sich durchsetzen. Satter Abschluss. Ich würde tatsächlich behaupten, das ging einfach zu schnell für die Veilchen. Ja, gelungener Start für den BVB, der schon nach 10 Minuten in Führung liegt. Langer Ball von Manuel Akanji, der Ansgar Knauf sucht, der sich da auch behaupten kann und wartet, dass seine Mannschaftskollegen nachrücken. Jetzt ist die gesamte Mannschaft, alle Feldspieler vom BVB in der gegnerischen Hälfte. Jetzt versucht man da die Lücken zu finden. Ballverlust von Morey. Dann ist natürlich relativ viel Platz, wenn die gesamte Mannschaft so in der eigenen Hälfte, in der gegnerischen Hälfte ist. Aber Thomas Meunier unterbindet da den Angriff. Zumindest mal fürs Erste. Da, wo er gerade über den Rasen gerutscht ist, an Seiten aus, sitzen aufgereiht unsere Ersatzspieler. Und das sind eine ganze Menge. Youssoufa Moukoko sitzt da auch. Ihr habt es bestimmt gehört, der darf leider noch nicht spielen. Ist aber heute hier im Stadion und schaut sich an, was seine Kollegen hier so leisten. Tobi, habe ich richtig gezählt? Ist das jetzt die dritte Ecke? Absolut korrekt, ja. Und wieder, auch von rechts, wird sie Rafael Guerreiro in die Mitte bringen. Ja, du hast es angesprochen, die Auswechselbank ist auch durchaus prominent besetzt. In der ersten Partie hat Lucien Favre auch komplett 11-mal gewechselt zur Halbzeit. Also vielleicht sehen wir auch heute wieder zwei komplett unterschiedliche Mannschaften. Da werden wir mal sehen, wie sich das nach der Halbzeit darstellt. Oh, elegant gelöst.
Vielleicht noch ein Wort zu Thomas Meunier. Er hat in den Tagen ein Interview mit Daniel Stolpe bei uns aus der Medienabteilung geführt. Das ist ein sehr, sehr guter Podcast geworden. Also falls ihr euch für dieses Medium interessiert und ein paar Minuten Zeit habt, hört da gerne mal rein auf bvb.de oder den entsprechenden Portalen, wo man Podcasts hören kann. Apple, Deezer, Spotify. Also das war kein 0815-Interview. Das war richtig gut. Der Mann hat ein bewegtes, spannendes Leben hinter sich, war zwischendurch schon fertig mit dem Fußball. Es ist ein ganz starkes Gespräch geworden. Christoph, um mal die erste Frage vielleicht aus dem Chat hervorzuheben. Häufig habe ich jetzt gelesen, warum sind da Zuschauer vor Ort? Weil wir in Österreich sind und genau. Die das für sich entschieden haben, dass das für sie okay ist. Die örtlichen Behörden haben ihm das okay gegeben. Gucken wir mal auf den Platz. Mal hingucken. Ja. Rafael Guerrero kriegt den Ball leider nicht unter Kontrolle. Das ist ähnlich wie in Deutschland, glaube ich. Da wird dann ein Hygienekonzept vorgelegt und wenn die Behörden ihr Okay geben, dann darf man auch ein Fußball-Testspiel vor Zuschauern austragen. Ja, und wenn ihr bei Austria Wien auf die Internetseite guckt, die verkaufen fleißig Dauerkarten. Klingt komisch, ist aber so. So, Peter Stöger steht jetzt an der Ecke von seiner Coaching-Zone. Hat das Gefühl, er muss jetzt hier mal ein bisschen aktiver eingreifen. Felix Passlack, der durch ist, fast schon auf der Seite. Schickt nochmal Emanuel Ferrei. Ja, den muss er aber auch haben. Patrick Penz ist dazwischen und kann die Hereingabe abfangen. Sonst wäre Rafael Guerrero da gewesen und hätte auf 2:0 erhöht. Also was schon auffällt, ist Gio Reyna unglaublich laufstark und engagiert in diesen ersten Minuten. Er ist beim Spielaufbau hinten am eigenen 16er, jetzt gerade war er dann ruckzuck durchgelaufen, wieder anspielbar für diesen Angriff, um den dann auch gut einzuleiten mit einem entscheidenden Pass. Also der spult hier richtig was ab. Und wie gesagt, er hat schon heute Vormittag ein bisschen Sport gemacht. Ja, bei ihm hat man das Gefühl, dass ihm diese Position zentraler auf dem Platz hilft. Das ist ja auch was Julian Brandt mal gesagt hat. Es gibt so Spielertypen, die mögen es einfach, Platz zu haben, Freiheiten zu haben, sich den Ball auch mal weiter hinten holen zu können und dann all ihre Kreativität ausleben zu können und nicht an der Seite vielleicht mit der Außenlinie gebunden zu sein in dem Platz, den sie dann auf dem Rasen haben. Ich glaube, Julian Brandt zählt sich selbst auch dazu. Ja, definitiv. Da gibt es jetzt Einwurf für den BVB. Nach dem Zweikampf zwischen Ansgar Knauf und Markus Suttner. Tja, und wer auch noch nicht im Kader dabei ist, ist Mats Hummels. Ich darf euch aber verraten, er hat heute Großteile des Vormittagstrainings mit der Mannschaft absolviert und durfte danach mit Mo Dahoud ein sehr anstrengendes Grundlagenprogramm absolvieren. Das hat sicher wenig Spaß gemacht. Tempoläufe. Oh, klasse Ball. Schön durchgesteckt. Fahne Abseits. Geht allerdings hoch. Ja. Und dann knallen da Ansgar Knauf und Patrick Penz noch zusammen. Und der Ball war auch ein Müh zu lang. Gucken wir mal, ob es wirklich Abseits war. Boah, naja. Also erstes Gefühl eher kein Abseits, aber ich glaube, er war einen Tacken auch zu lang für Ansgar. Ja. Ich weiß nicht, ob er da vor dem Keeper der Austria noch an den Ball gekommen wäre. Videoschiri Dornbusch hätte ihn gegeben. Das hätte ich den Experten in Köln überlassen, aber der Weg ist wahrscheinlich ein bisschen weit hier
aus Vorarlberg bis nach NRW. Ja, du hast Mats Hummels und Mota Hut eben angesprochen. Außerdem ist auch Dan-Axel Zagadou nicht mehr dabei. Der hat sich leider am Knie verletzt. Mhm. Der ist seit 2 Tagen schon raus aus dem Training und wird hier in Bad Ragaz auch nicht mehr mittrainieren können. Viel Training steht auch gar nicht mehr auf dem Programm. Morgen noch eine Einheit. Und dann geht es morgen Mittag auch mit dem Flieger zurück nach Dortmund, wo sich die Mannschaft dann weiter auf den Bundesliga- bzw. Saisonstart vorbereiten wird. Ja, für Daxo tut es mir wirklich richtig leid, weil er hat immer wieder so Zipperlein. Gut, wir wissen nicht, wie schlimm das ist, was er im Moment hat. Aber man merkt, dass jetzt in diesen Tagen auch das Trainerteam versucht, mit dem Feinschliff anzufangen. Also den Spielern, speziell den Neuen, aber auch insgesamt der Mannschaft, ihre Idee vom Fußball für die kommende Saison zu vermitteln. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen dramatisch, wenn du mittendrin rausgenommen werden musst. Wollen wir hoffen, dass er bald wieder zurückkommt, denn er ist ein gute Laune Kerl. Es war ein Riese und macht einen ordentlich großen Schatten, wenn er vor einem steht. Aber er ist wirklich netter. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Das stimmt. Da gibt es jetzt überraschenderweise, zumindest überraschend für Matteo Morey, einen Wurf für die Austria. Unsere neue Nummer 2 hat es etwas anders gesehen. Aber der Einwurf geht auch glatt wieder ins Aus. Interessante Variante. Felix Paslak bietet sich an, ja, wird leider nicht gesehen. Der hatte sehr viel Platz auf seiner Seite. Dafür jetzt der Konter. Wieder Zakaria, der hat ja schon einmal Roman Bürki geprüft. Und dieses Mal rutscht Manuel Akanji rein. Da gibt es auch jede Menge Applaus für. Das wird nicht nur in Dortmund gerne gesehen. Ja, da hat man gesehen, das ist das Problem, wenn man so offensiv steht und dann im Mittelfeld schon den Ball verliert, dann hat die gegnerische Mannschaft natürlich viel Platz in der eigenen Hälfte. Aber Manu Akanji, den super geblockt, den Schuss. Erste Jetzt Ecke für Austria. Genau. Getreten von Markus Suttner. Oh, mal gucken, was das Eckentraining gebracht hat. Ja, und gibt es jetzt einen schnellen Umschaltmoment? Der lange Ball nach vorne auf Ansgar Knauf. Der ist schnell, aber gegen 2. Das kann er noch nicht. Ja, geht noch weiter hinterher. Er hat etwas Pech gehabt. Julian Brandt war im Vollsprint angetreten und wäre in der Mitte relativ frei durch gewesen, wenn Ansgar da den Ball hätte behaupten können. Aber das sah doch gar nicht so schlecht aus für eine Eckenverteidigung. Christopher, eine weitere Frage, die ich gerade mal weitergeben möchte. Spielt Jude Bellingham? Ich vermute mal, er wird spielen. Er sitzt da unten in der Nähe von Arne Niehörster, dem Teammanager, und schaut sich relativ entspannt das Geschehen an. Neben ihm Tobi Raschel. Also ich denke, im Moment hat er noch sich gerade Badeschlappen an. Also akut kann er jetzt nicht eingewechselt werden, aber vielleicht wird es ja in der zweiten Halbzeit was. Und Matteo Morey scheitert an Markus Suttner mit seiner Hereingabe. Es gibt die 4. Ecke, die jetzt, so scheint es, Julian Brandt in die Mitte bringen wird. Aber auch Brandt findet keinen Mitspieler im gegnerischen 16er.
Und der BVB baut neu auf über Felix Paslak und Thomas Meunier. Der so, schön der wieder schön. Sieht, dass Julian Brandt frei ist, noch da auf der Seite. Ja, der sollte auf Ansgar Knauf kommen. Der hatte sich auch schön vor seinen Bewacher geschoben, aber stattdessen gibt es die fünfte Ecke. Es ist gut, dass jetzt langsam mal wieder was los ist. Ne? Nach dem Tor ist es so ein kleines bisschen eingeschlafen. Jetzt passiert wieder was. Kurz ausgeführte Ecke diesmal über Guerrero und Morey. Und der Ball jetzt wieder bei Guerrero. Axel Witze behauptet sich da im gegnerischen 16er. Jetzt ist der Ball bei Ferrei. Und immer noch nicht geklärt von der Austria, sondern Thomas Meunier und Ferrei halten den Ball in den Dortmunder Reihen. Und da ist das 2:0. Tor. Wieder Gio Reyna. Klasse Vorarbeit von Manuel Akanji, der den Ball da mit der Hacke weiterleitet, sofort weiß, Gio steht hinter mir und hat die bessere Schussposition. Der Borussia Dortmund erhöht auf 2:0. Torschütze wiederum mit Nummer 32, Giovanni Reyna. Da seht ihr es nochmal mit der Hacke abgelegt und dann kann Gio mit links abschließen ins lange Eck. Aber vor der Ecke hast du es gesagt, jetzt wird es mal wieder ein bisschen gefährlicher und schon steht es 2:0. Ja, dicker Scorerpunkt für Manuel Akanji. Hat sich gelohnt, dass er da vorne drin geblieben ist. Ja, das ist interessant. Jetzt hat er gerade sein zweites Tor geschossen, aber Julian Brandt teilt ihm sofort Verbesserungsbedarf mit. Nur nicht ausruhen. So, und kurz vor dem Tor habt ihr es gesehen, dass ihr heute auch noch ein super Smartphone gewinnen könnt. Zwei, richtig. Danke, Christoph. Dank unseres Partners 1&1 gibt es zwei Xiaomi Mi 10 im Wert von jeweils 799 Euro. Darfst auch 800 sagen. Das passt. Da wie 800 kommt ungefähr hin. Ne? Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist, wie ihr es gerade schon eingeblendet gesehen habt, dem 1&1 Instagram-Account folgen, den Gewinnspielpost liken und dann noch einen Kommentar dalassen. Und schon seid ihr in der Verlosung, um die beiden Top-Smartphones zu gewinnen. Wir drücken euch natürlich die Daumen. Und auch die Teilnahmebedingungen wurden euch ja nochmal eingeblendet, beziehungsweise der Link für die Teilnahmebedingungen. Tolle Aktion unseres neuen Partners und wir drücken euch die Daumen, dass da einer heute noch stolzer Besitzer eines neuen Top-Smartphones werden kann. Ja, die Dinger haben 4 Kameras, habe ich gesehen. Damit kann man dann auch fast schon so ein Fußballspiel übertragen, ne? Und jetzt gibt's Trinkpause. So das eindeutige Zeichen von Andreas Heiß, ein passender Name für einen Schiedsrichter bei diesen Temperaturen. Es ist heiß und vor allem, es zieht schon wieder zu. Wir haben auf dem Hinweg noch gelacht, vielleicht gibt es ja wieder ein Gewitter. Gab es schon mal. Und ja, letztes Jahr. Ich würde es gar nicht beschwören. Letztes Jahr und vor 3 Jahren waren wir auch hier in Altach zu Gast zum Testspiel. Da gab es dann während des Spiels jeweils noch ein heftiges Gewitter. Ja. Es ist drückend heiß und zieht sich zu in den Bergen. Das gibt bestimmt kein Gewitter. Aber grundsätzlich wollen wir uns natürlich nicht beschweren. Es sind Top-Bedingungen. Ja. Der Rasen sieht hervorragend aus. Sind, würde mal sagen, so an die 30 Grad. Mhm. Auf dem Platz vielleicht noch ein paar Grad wärmer. Also eigentlich beste Bedingungen. Ja. Die Jungs sind das ja gewohnt und Matthias trinken auch ausreichend. Matthias Kleinsteiber kriegt ein paar Lacher, weil er durch einen Rasensprenger gelaufen ist. Auch der Rasen kriegt einen Schluck Wasser in der Wasserpause. Hier sehen wir nochmal die beiden Tore, nehme ich mal an, bisher. Genau, da der Doppelpass von Reyna und Guerrero. Und dann erwischt Gio den Torhüter der Austria auf dem falschen Fuß. Deswegen kommt er da nicht mehr ran. Und muss den Ball relativ mittig einschlagen lassen. Und da das 2:0 gerade in der 23. Minute Ferrei auf Akanji, der sieht Reyna in meinem Rücken, viel bessere Position. Dem lasse ich den Ball doch mal mit der Hacke da. Ja, und Gio auch klasse. Ja, sehr schnell. Rechts angenommen, links abgeschlossen, drin. Eine Bewegung. Ja, das darf man auch nie vergessen. Gio Reyna ist gerade mal 17. Gefühlt ist er jetzt schon seit einer Saison Stammspieler, aber der ist trotzdem erst 17. Und gut geerdet. Papa war Fußballprofi in der Bundesliga. Der hat das
in Teilen alles schon mal mitgemacht, den ganzen Wahnsinn. Und hält seinen Sohnemann auf dem Teppich, vermute ich mal. Jedenfalls macht Gio einen super Eindruck. Auf dem Platz und auch daneben. Apropos super Eindruck, wer heute auch einen super Eindruck im Training gemacht hat, war unsere Nummer 7, Jadon Sancho, der auch auf der Bank sitzt. Nicht mehr übrigens. Die Leute auf der Bank sind gerade während der Trinkpause in die Kabine gegangen. Blöde Holzwand hier. Zur Vorbereitung. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir auch wieder 11 Wechsel oder zumindest 10 Wechsel sehen werden in der Halbzeit. Und dann wird Jadon wahrscheinlich auch noch auf dem Platz stehen. Ich erzähle mal die Anekdote aus dem Training, auch wenn Felix Paslak und alle ihm nahestehenden Personen mich dafür hassen werden. Also Marius Wolf hat von rechts außen den Ball einen kompletten Flankenwechsel gespielt. Ich sag mal, mindestens einen 30-Meter-Pass. Und ich gucke gerade noch aufs Spiel. Nein. Und Jadon Sancho hat mit der Ballannahme Felix Paslak getunnelt. 30-Meter-Pass. Und mit der Annahme direkt. Das war schon nicht so schlecht. Kann man mal so machen, sagst du? Direkt vor den Augen von Michael Zorc, der den Vertrag mit ihm vor einem Jahr verlängert hat. Was uns alle sehr freut. Absolut. Das ist schon ein absolut herausragender Spieler. Das haben ja auch viele Teamkollegen, die natürlich aufgrund der Wechselgerüchte nach ihm gefragt wurden, gesagt. Unter anderem auch Mats Hummels, der gesagt hat, ja, das ist ein Unterschiedsspieler. Das ist so ein Spieler, der kann ein Spiel drehen, der kann ein Spiel entscheiden. Und solche Spieler hat man immer gerne in seiner Mannschaft, glaube ich. Ja, würde ich auch sagen. Das war ein Foul. Und jetzt haben wir das wieder. Gio Reyna holt sich hinten den Ball ab, läuft sofort vorne wieder rein. Axel Witzel ist so ein bisschen der Mann, der noch absichert nach hinten. Der macht nicht so viele Läufe nach vorne. Übrigens eine Sache noch, die ihr vielleicht nicht gesehen habt. Gerade in der Trinkpause hat sich Peter Stöger seine Elf richtig zur Brust genommen. Also der ist nicht zufrieden. Kann er natürlich auch nicht, weil es 2-0 steht. Aber dafür, dass er gesagt hat, naja, wir sind auch am Anfang unserer Vorbereitung. Ich erwarte jetzt nicht so viel. Scheinen seine Erwartungen trotz alledem nicht annähernd erreicht worden zu sein. Also das war schon ein mittlerer Anpfiff in der Trinkpause gerade eben. Ja, sie haben vor allem relativ wenig Ballbesitz. So macht es zumindest den Eindruck. Sie waren ein-, zweimal gefährlich, dann aber vor allem nach Kontern, also nach ungenauen Pässen der Dortmunder. So, Ansgar auf jeden Fall. Das ist mutig. Zu mutig. Etwas zu mutig, aber genau diese Unbekümmertheit will man ja bei jungen Spielern auch sehen. Dass sie mal was ausprobieren, dass sie mutig sind. Und da war Christoph Monschein, der Top-Stürmer der Austria, nur mit vereinten Mitteln und einem Foul von Matteo Morey und Thomas Meunier zu stoppen. Den läuft Matteo Morey ab. Den Ball, der verschwindet auch direkt unterm Stadion. Das ist eine kleine Lücke gewesen, aber zum Glück liegt noch der ein oder andere Ball, mit dem Roman Bürki dann weiterspielen kann. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das gleich einfängt. Vielleicht könnt ihr das in der Totalen sehen. Auf der Gegentribüne, auf Höhe der Mittellinie, gibt es zwei ganz kleine Kinder. Also ich würde aus der Entfernung sagen, höchstens so Grundschulalter. Und die schwenken die ganze Zeit die Fahnen. Also ich würde sagen, noch 10 Jahre, dann passen die auch bei uns in Block 12 oder 13 rein. Das ist auf jeden Fall Ausdauer. Ja, früh übt sich, ne? Wer
sich also, da später mal beweisen will. Ich glaube, mir wäre schon der Arm abgefallen. Die Austria mal etwas aggressiver im Pressing, aber durch das Passspiel der Dortmunder, wenn es denn genau kommt, haben sie da keine Chance, an den Ball zu kommen. Aber da braucht es dann halt auch das perfekte Passspiel, auf das Lucien Favre auch viel Wert legt im Training immer. Da konnte sich Austria jetzt mal gut rausspielen über Patrick Penz hinten, den Keeper. Aber auch das Rückzugsverhalten des BVB ist gut. Alle Feldspieler in der eigenen Hälfte. Oh, der kommt, oh, der gut. Kommt gut. Und da ist das Tor für Austria. Ja. Und wenn ich das richtig gesehen habe, kam der Assist von Suttner, ne? Ja. Ja, und vor allem war es, genau, es war der Assist von Suttner und es war Christoph Mondschein, den wir ja vor der Partie schon angesprochen haben, der da das Köpfchen hingehalten hat und in der 33. Minute verkürzt auf 1:2 aus Sicht der Austria. Da sehen wir nochmal die Wiederholung. Ja, kann er unbedrängt flanken und Akanji steht dann zu weit weg. Ja, hat sich im Rücken von Manuel Akanji weggestohlen, Mondschein, und dann sauber getroffen, den Kopfball, ja. Keine Chance für Roman Bürki, da irgendwas zu machen. Ja, aber der Fehler beginnt tatsächlich bei Matteo Morey auf der Seite. Der lässt dem Suttner da sehr viel Platz, den Ball anzunehmen, zu gucken und zu flanken. Das wird sich das Trainerteam mit Sicherheit auch notiert haben. So, was hast du gesagt? 33. Minute, ne? Richtig, ja. Und der nächste Angriff der Austria läuft schon, aber diesmal sind Thomas Meunier und Axel Witzel dazwischen und sichern dem BVB den Ballbesitz. Meunier sucht dann auch mal Gio Reyna mit so einem Diagonalpass. Und Gio ist heute eh kaum zu stoppen. Ansgar Knauf. Schöner Abschluss, aber auch stark pariert von Patrick Penz. Das wäre mal eine Antwort gewesen, ja. Von Ansgar. Da sehen wir nochmal den Ball. Dann nimmt er sich mal den Schuss und der hätte auch gepasst. Ja, Mut hat er, ne? Gerade ins Duell gegen drei, jetzt mal draufgezogen. Also. Er versucht seine Chance hier zu nutzen, versucht sich zu zeigen. Sechste Ecke, nicht wahr? Richtig, diesmal wieder von Rafael Guerrero. Weiß nicht, ob die zwischendurch immer noch Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer jetzt die nächste Ecke spielen darf. Brand, Stein gewinnt immer, Brand, da ich dir. Brand und Guerrero, ja. Ja. Wer sich an die Regel hält. Geheimtipp, Stein gewinnt immer. Darf die Ecken schlagen bei uns. Im Training war das heute tatsächlich die ganze Zeit Jadon Sancho. Ich habe ja gesagt, es wurden einige Standards geübt und der hat Freistöße und Ecken geschossen ohne Ende. Vielleicht auch ein Grund, warum er heute nicht beginnt. Und wieder Gio Reyna, der diesen Angriff initiiert hat. Also das ist schon der absolute Aktivposten, ja. In unserer Mannschaft, der, wie du schon oft gesagt hast, sich im Mittelfeld auch mal hinten die Bälle holt. Dann Doppelpasspartner immer sucht. Anspielbar ist. Also das muss man wirklich sagen. Also er geht da immer schön in die Räume, die frei sind, bietet sich immer an, will den Ball auch, fordert den Ball auch. So. Ja, es war leider abseits. Ah. Da konnte weder Gio noch Julian Brandt irgendwas für. Nee. Aber das war dann doch deutlich abseits. Da brauchen wir diesmal auch keine Wiederholung. Aber auch das spricht natürlich für Gio, dass er da dazwischen ist und auch den Gegner im Aufbauspiel stoppen kann. Genauso wie jetzt hier Axel Witzel. Ja, da waren sie sich uneins. Wer geht jetzt auf den Ball? Rafa oder Axel? Ja, und dann kommt Alexander Grünwald, der Kapitän der Austria, dazwischen und sichert sein Pfeilchen den Ball. So,
So, jetzt muss Felix Pastak da die Meter machen und sehr schön. Holt sich da den Ball. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Weiter geht's. Gio mit ein bisschen Platz. Julian Brandt ganz frei. Rechts läuft Ansgar Knauf mit und hat Platz. Und genau da kommt der Ball auch hin. Im zweiten Pfosten ist Gio mitgelaufen. Nee, ja, der ist zu kurz. Der kommt nicht an. Ja, das weiß er selber. Da hätte er mehr draus machen können. Ja. Eine bezeichnende Szene für die Leistung von Gio Reyna heute. Er ist nur mit unfairen Mitteln zu stoppen. Ja. Aber es ist natürlich kein unfaires Spiel. Also es ist Nein, schon, absolut nicht. Niemand geht hier zu hart zur Sache. Nicht zu viele Fouls, nicht zu viele Nicklichkeiten. Wollen wir auch nicht sehen zu diesem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung. Das fand ich ja etwas überraschend im ersten Testspiel gegen Altach, wo es dann tatsächlich auch zwei gelbe Karten gab. Ja. Da gab es leider doch das ein oder andere rüdere Einsteigen, aber die Partie hier bisher vollkommen fair von beiden Mannschaften. Ja, Felix Pastak mit Geschwindigkeit bleibt da leider hängen. Das will ja auch keiner der Spieler, sich in der Vorbereitungsphase dann verletzen und womöglich Trainingsrückstand zu bekommen oder gar den Saisonstart zu verpassen. Ja, Gio artistisch. Schön, dass er den noch verarbeiten konnte. Aber da war die Flanke dann doch ein bisschen zu ungenau. Und Gio vielleicht auch etwas überrascht, dass der Ball überhaupt noch zu ihm kam. Ja, scharf reingeschlagen von Matteo Morey und dann schon abgeblockt. Und dann hat er zwar das Reaktionsvermögen, um den Ball überhaupt noch zu berühren, aber unter Kontrolle bringen war da nicht mehr möglich. Oh, der kommt super durch. Pass. Und dann kriegt er fast wieder serviert von Julian Brandt. Rafael Guerrero, der mit dem Schnittstellenpass durch zwei Austria-Verteidiger durch Julian Brandt bedienen konnte. Das wäre eine schöne Belohnung für seinen Schnittstellenpass gewesen, direkt das Tor danach auch noch zu schießen. Aber im letzten Moment von Alexander Grünwald geklärt zur mittlerweile siebten Ecke für den BVB. Und diesmal hat Rafael Guerrero Stein genommen bei Schnick, Schnack, Schnuck. Findet den Kopf von Manuel Akanji. Und einem Austria-Verteidiger. So scheint es, denn es gibt die nächste Ecke. Und die darf dann wieder Julian Brandt treten. Pastak und Morey sichern ab. Drei am 16er, alle anderen vorne vorm Tor. Aber der Ball findet keinen Schwarz-Gelben. Ja, Roman Bürki steht da 25, 20 Meter vor seinem Tor. Einen, da konnte er nicht viel für, musste er reinlassen. Einen hat er sehr gut gehalten, als er gefordert war. Aber ansonsten wahnsinnig viel zu tun bekommen hat er heute noch nicht. Geht jetzt schon in sein sechstes Jahr beim BVB und hat seinen Vertrag verlängert bis 2023. Oh, klasse gespielt auf Rafael Guerrero. Und das macht er auf Vorlage von Ansgar Knauf, trifft Rafael Guerrero zum 3:1 für den BVB in der 41. Minute. Das war klasse rausgespielt. Ja. Man sieht das nochmal eingeleitet von Rafa selbst auf Ferrei und dann Knauf, der sieht, dass Rafa durchläuft. Ja. Und auch der trifft mit links, ähnlich wie Gio Reyna, zum 2:0.
ins lange Eck. Holt sich Ansgar Knauf direkt einen Assist ab hier. Alles schöne Tore. Also nicht nur, wenn man BVB-Fan ist oder hier den Stream kommentiert, auch objektiv richtig schön herausgespielte Dinger, ne? Ja, da kann man absolut nichts anderes sagen. Und der Zuschauer da gerade eben im Bild war nicht zufrieden, muss ein Austria-Fan gewesen sein. So, sorry, ich habe dich unterbrochen. Das Tor zeigt jetzt auch, wie einfach Fußball sein kann. Also es war letztlich ein Doppelpass, den Rafael Guerreiro da genutzt hat und schon war er frei durch. Und so einfach ist es dann manchmal. Wenn man natürlich auch die technischen Fähigkeiten eines Rafael Guerreros oder von Ansgar Knauf und Emanuel Ferrei hat. Diese schnellen, harten Pässe in den Fuß, die musst du halt auch verarbeiten können. Und das kann er natürlich. Genau dafür ist die Mannschaft ja auch hier, um es zu trainieren und um es dann genau so umzusetzen. Schon gesehen, Flankenwechsel, er kommt ein bisschen lang. Und obwohl Felix Passlack schnell ist, ist er nicht schnell genug, um den noch zu holen. Tja, Julian Brandt sieht ordentlich abgekämpft aus, hat ordentlich Meter gemacht. Aber er hat es nicht leicht gehabt, da so ganz vorne drinnen. Ne? Also meistens teilweise zwei Mann sogar auf den Füßen stehen gehabt. Ja, und das ist eine Position, wo er sich selbst, glaube ich, auch nicht unbedingt sieht, wo man auch einfach nicht so viel ins Spiel involviert ist, nicht so viel den Ball hat. Er kommt, glaube ich, lieber aus der Tiefe mit Geschwindigkeit, hat das Spiel vor sich, leitet Dinge ein. Natürlich kann er auch vollstrecken, keine Frage. Jetzt lässt er sich auch ein Stückchen zurückfallen, vielleicht kriegt er ja noch einen Ball. Steht jetzt schön im Raum zwischen den beiden Ketten, aber Matteo spielt den Ball nach außen. Und da ist das 4:1. Felix Passlack, der das Kopfballduell im gegnerischen 16er gewinnt. Axel Witzel, der da nochmal rüberlegt. Und dann ist Emanuel Ferrei da. Und für den muss ich sagen, freut es mich besonders. Der hatte schon so ein bisschen einen hängenden Kopf nach dem Spiel gegen Altach, wo er fast in derselben Minute am leeren Ball vorbeigeschoben hat. Und hier seht ihr das nochmal. Axel Witzel, der sieht am zweiten Pfosten, hier ist Emanuel Ferrei frei und schiebt ein zum 4:1 für den BVB. Und nochmal ein großes Lob, man sieht es auch in der Zeitlupe, an Felix Passlack, dass er da sich behauptet, der wird auch noch geschoben im Kopfballduell und guckt auch so ein bisschen Richtung Schiedsrichter. Ey, was war das denn? Aber dann war ja alles gut. Und ja, du hast recht, also Emanuel Ferrei hat heute auch wieder im Training jede Menge Bälle reingeschossen, richtig satt getroffen. Und dann wünschst du dem einfach auch mal, dass er das jetzt hier vor Zuschauern im Testspiel genauso zeigen kann. Ich meine, er hat ja auch im ersten Spiel gegen Altach eine starke Leistung gezeigt. Vorlage auf das zwischenzeitliche 3:0, den Pass auf Erling Haaland, der dann gefoult wurde zum Elfmeter, zum zwischenzeitlichen 2:0 gegeben. Also auch da eine gute Leistung gezeigt. Aber in Erinnerung geblieben ist natürlich diese Szene, wie er den Ball am leeren Tor vorbeischiebt. Das hat er jetzt hier besser gemacht. Und jetzt ist auch schon Halbzeit. Andreas Heiß pfeift pünktlich ab, obwohl es eine Trinkpause gab. Und ganz wichtig, bleibt dran. Wenn ihr euch ein Bierchen holt, dann macht schnell, denn in der Halbzeit gibt es ein bisschen Programm von uns. Tobi, was gibt's? Richtig, wir haben das Porträt mit Jude Bellingham. Patrick Ovomoyela hat sich am Rande des Trainingslagers mit ihm getroffen und mal geguckt, was ist das eigentlich für ein Typ. Ja, ihr werdet nicht erraten, welches TV-Programm er in seiner Freizeit guckt. Und die erste Folge des Zimmerduells haben wir auch nochmal für euch im Programm. Die zweite ist seit gestern Abend online auf YouTube, die dritte kommt morgen. Und heute, jetzt gleich, seht ihr nochmal die erste. Aber vorher werden wir bestimmt nochmal die Highlights der ersten Halbzeit kommentieren dürfen. Lucien Favre. 4:1 steht es nach den ersten 45 Minuten hier in Willkommen zurück beim Livestream des zweiten Testspiels von Borussia Dortmund in der Vorbereitung auf die Saison
2020-21 und es gab 11 Wechsel bei der Mannschaft von Lucien Favre, also wieder eine komplett neue Mannschaft. Im Tor steht jetzt Marvin Hitz, Linksverteidiger Nico Schulz, in der Innenverteidigung Emre Can und Lukas Piszczek, rechts verteidigt Marius Wolf. Auf der Doppel-6 ist Kapitän unsere Nummer 6 Thomas Delaney, in der zweiten Halbzeit Tobi Raschel an seiner Seite. Auf der 10, so vermuten wir es zumindest, wird sich Jude Bellingham, der Neuzugang aus Birmingham, mal ausprobieren. So aus, ja. Links dann Taylan Duman, ein Talent aus der U23, zu dem wir sicherlich gleich noch ein bisschen was erzählen. Rechtsoffensiv Jadon Sancho und ganz vorne drin Thorgan Hazard. Auch in der zweiten Halbzeit begrüße ich an meiner Seite Christoph. Grüß dich, Tobi. Also ich würde sagen, die Aufstellung in der zweiten Halbzeit steht der aus der ersten Halbzeit nichts nach. Wir erwarten also wieder ein paar Tore, sage ich jetzt einfach mal ganz mutig. Der Emre Can hat heute vielleicht noch einen leichten Brummschädel vom Vormittagstraining. Der ist mit Gio Reyna zusammengeknallt. Und ja, das war schon ordentlich, aber es wäre nicht Emre Can, wenn er nicht heute trotzdem antreten würde. Ne? Geht auch direkt offensiv los. Jude Bellingham im gegnerischen 16er. Steckt durch auf Marius Wolf. Abseits. Und die Fahne geht hoch. Bei Austria gab es auch ein paar Wechsel. Da müssen wir jetzt nach und nach mal gucken, die nachzuvollziehen. Ja, das ist wirklich ein bisschen Testspiele, beziehungsweise Geschichten, und die nur Testspiele schreiben. Bei Austria ist ein Torwart im Tor, der steht nicht auf dem Spielberichtsbogen. Also er trägt die Nummer 99 und wir vermuten, dass es Mirko Kuss ist. Wo wir jetzt gerade die Wiederholung gesehen haben, es war kein Abseits von Marius Wolf, aber das nehmen wir mal so hin. Er hätte ja eh nicht getroffen. Ja, du sagst, es ist kaum ein Abfall zu sehen, zumindest qualitativ nicht, wenn man die Namen so durchgeht. Und es war ja auch in dem ersten Spiel der Fall, dass beide Mannschaften ihre Halbzeit jeweils 3-0 gewonnen haben. Wenn jetzt hier auch die zweite Hälfte Mannschaft unseres BVBs mit 4-1 gewinnt, dann hätten wir 8-2. Das hört man ja dieser Tage einige Male im europäischen Fußball, echt? Dieses Ergebnis. Soll in der Champions League vorgekommen sein? Glaube ich nicht. Aber wir konzentrieren uns natürlich hier auf das Spiel unserer Schwarz-Gelben gegen die Austria aus Wien. Jadon Sancho holt sich den Abpraller. Und wieder ein ähnliches Bild, auch wie zu Beginn der ersten Halbzeit, relativ schnell. Alle 10 Feldspieler in der gegnerischen Hälfte. Sorry, dass ich unterbreche. Wir haben euch ja in der ersten Halbzeit auch ein bisschen was zu Austria gesagt und euch die Nummer 14, Christoph Monschein, beim Anpfiff schon wärmstens empfohlen, da mal ein Auge drauf zu werfen. Und der Gute hat ja dann tatsächlich sogar das eine Tor für Austria geschossen. Und auch in der zweiten Halbzeit möchte ich euch da mal einen Namen an die Hand geben. Die Nummer 16, Stefan Radulovic, Mittelfeldspieler, 18 Jahre jung und ein sehr vielversprechendes Talent. So ein Box-to-Box-Player, wie man heute neudeutsch sagt. Also schaut euch den mal an. Ich habe viel Gutes über den gelesen und bin auch gespannt, ob er das hält, die Vorschusslorbeeren, die in Österreich so in der Zeitung über ihn stehen. Ja, und auch in der zweiten Halbzeit gilt, wenn ihr Fragen habt und uns auf YouTube zuschaut, könnt ihr gerne eure Fragen in den Chat stellen und wir versuchen, so viele wie möglich davon zu beantworten. So, wir stehen wieder auf, denn der Ball ist auf der linken Seite des BVB. Können wir vielleicht auch direkt mit der ersten Frage gerade starten. Es wurde nämlich jetzt noch ein paar Mal gefragt, wo ist Erling, Christoph? Wo ist Erling? Wahrscheinlich, vielleicht sogar auf dem Trainingsplatz jetzt gerade. Oder er lässt sich trainiert im Zelt. Auf jeden Fall trainiert er individuell. Er ist nicht mitgekommen nach Österreich, ist in Bad Ragaz geblieben. Ihr habt ihn bestimmt im Internet gesehen, wenn ihr Social Media bedient. Er hat gestern noch gesungen, auf dem Stuhl gestanden und Bob Marley zum Besten gegeben. Tobi hat schon eine 2+ gegeben für die Darstellung. Aber zum Fußballspielen hat es aus den berühmt-berüchtigten belastungstechnischen Gründen, habe ich das jetzt richtig zitiert, heute nicht gereicht. Also er wird geschont, aber nichts Ernstes. Der ist gut drauf, der trainiert hier gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, den werden wir auch bald wieder sehen. Unsere neue Nummer 9. Haben ja ein paar ihre Nummer gewechselt und Erling hat die 9 bekommen. Ja, beim Singen, du hast es eben angesprochen, hatten ja eh
viele ihren Spaß. Erling Haaland wurde dann auch über Twitter, glaube ich, gefragt, warum er denn nicht seinen Rap-Song vorgetragen hat. Da hat er dann gesagt, das hat er eigentlich bei Thomas Meunier erwartet, der den Song wohl auch sehr cool findet. Ich weiß gar nicht, weißt du, was Thomas gesungen hat? Der hat Wonderwall von Oasis, zumindest glaube ich, es war Wonderwall von Oasis, war ziemlich leise. Ah, Tobi, wir werden sehr boulevardesk. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen Fußball kommentieren hier. Da hast du recht, gucken wir auf den Platz. Wir empfehlen euch jedenfalls den Insta-Kanal von Jadon Sancho, der hat alles mitgefilmt und ist fast vom Stuhl gefallen dabei. So, schönes Ding da, leider wieder abseits. Jude Bellingham hebt den Ball schön in den 16er rein. Aber Thailand, Duman soll da im Abseits gewesen sein. Und jetzt schauen wir mal drauf. Tatsächlich. Können wir gelten lassen. Der war im Abseits. Dann können wir mal direkt, während der Ball im Aus ist, die nächste Frage hinterher schießen, die wieder kam. Was ist mit Youssoufa Moukoko? Der darf noch nicht spielen. Er ist hier im Stadion, er sitzt auf der Bank und guckt zu. Er ist, wie Michael Zorc auch in unserem Sommerinterview, was ihr auf unseren Kanälen sehen könnt, gesagt hat, fester Bestandteil des Kaders. Aber, und das gilt für Pflichtspiele genauso wie für Freundschaftsspiele von Borussia Dortmund, er darf erst bei den Profis mitspielen, wenn er seinen 16. Geburtstag gefeiert hat. Und das ist im November der Fall. Ja, da hat sich Thomas Delaney einen Fehlpass geleistet. Möglichkeit zum Umschalten für Austria, aber direkt abgefangen von Tobi Raschel und der Konter über Thailand Duman. Ja, Emre Can ruft und kriegt auch den Ball. Und Can ist zentral, bietet sich jetzt Jadon Sancho an. Kriegt da er den Ball. Zack. Wir notieren die 52. Minute. Emre Can auf Jadon Sancho. 52. Spielminute. Das 5:1 für Borussia Dortmund. Torschütze, die Nummer 7. Ja, schön von Thailand Duman, der da zwei Wiener Verteidiger täuscht mit seiner Finte und Emre Can schickt. Und der hat die Zeit und das Auge für Jadon Sancho, der diesmal ein bisschen schneller abschließt als am Mittwoch gegen Altach, wo er aus ähnlicher Position auch zwei Verteidiger vernascht hat, dann aber am Torwart gescheitert ist. Und jetzt trifft er unten links zum 5:1 für Borussia Dortmund. Tja, Peter Stöger hat vor dem Spiel gesagt, nach nur wenigen gemeinsamen Trainingstagen darf man nicht erwarten, dass wir schon so spielen, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist eine gute Möglichkeit, sich zu zeigen. Es zeigt sich, dass der BVB schon in recht guter Frühform ist. Na, jetzt Umschaltmöglichkeit für Austria. Da aber Thomas Delaney hinten dran. Unsere Jungs schon wieder im Ballbesitz, oh. Ja, der rutscht ja, der durch. Der war richtig vom Pischschuh. Ah. Und er trifft da. Schönes Tor. Jetzt habe ich die Nummer gar nicht genau gesehen. 77. Alexander Jukic. Der 20-jährige Österreicher trifft da. Pischu kommt nur noch im letzten Moment ran und dann schön mit rechts ins linke obere Eck. Ja, ich dachte, es würde schon reichen, dass Pischu den Ball da noch ablenkt. 54. Spielminute aus der Rieferkürzler 5. Und ähnlich wie beim 1:2, dem zwischenzeitlichen Aussicht der Austria, auch hier für Marvin Hitz keine Chance, da irgendwas zu machen. Wundert mich trotzdem, dass das Tor fällt, weil unsere Jungs da eigentlich relativ schnell und auch geordnet zurückgeeilt sind. Also so brandgefährlich fand ich den Angriff jetzt gar nicht. Aber Mund abputzen, 5:2, weiter geht's. Ich glaube, das Problem war in der Situation, dass bei der Grätsche von Thomas Delaney einige sich schon wieder im Ballbesitz wähnten und der dann doch noch an die Austria ging, der Ball. Die jetzt auch schon wieder am 16er des BVBs ist. Aber abseits. Abseits. Sehen wir das Gegentor nochmal. Hat er natürlich auch freie Schussbahn. Ne? Kommt für diese Ablage, die ja durch die abgefälschten Bälle nicht so gewollt war. Perfekt zum Schluss, hat Platz, sich noch richtig hinzustellen. Und macht ihn dann rein.
Also Bellingham. So, das war. Kriegt noch einen mit, schickt ja, aber Thorgan Hazard auf Reise. Und Sancho zieht an, kriegt aber nicht den Ball, den kriegt Tobi Raschel, der mit dem Außenriss abschließt und die Latte touchiert. Ähnlich mutig wie Ansgar Knauf in der ersten Halbzeit. Noch einer, der sich hier zeigen will. Schöner Schuss von Tobi. Ah, bisschen weiter unten. Dann hätten wir den nächsten Treffer gehabt. Ja, Tobi Raschel gehört ja die vergangene letzte Saison schon komplett zum Profikader, musste dann aber bis zum letzten Bundesligaspieltag warten auf seinen ersten Einsatz und hat aber auch selbst in einem Interview gesagt, er ist nicht zufrieden mit der vergangenen Saison. Er wartet da selbst von sich mehr und möchte sich noch näher ranspielen an. Ja, er hat es natürlich auch nicht leicht im Mittelfeld. Da tummeln sich einige, die spielen wollen. Aber wie hat es Jude Bellingham so schön im Interview mit uns gesagt, es ist ein gesunder Konkurrenzkampf. So, das hat er jetzt wieder sehr schön gelöst, Tobi Raschel. Aber Thorgan Hazard zieht das Spiel nochmal von hinten auf. Was ich schön finde, das ist mir auch in der ersten Halbzeit aufgefallen und das sieht man jetzt in der zweiten auch, viele Spieler fordern ständig den Ball. Es wird viel gestikuliert, es wird sich viel angeboten, immer sind alle unterwegs, also die Laufbereitschaft ist extrem hoch und ich wiederhole mich da, die haben heute Morgen alle schon mal eine Stunde ordentlich trainiert und das war ein strammes Programm. Aber genau dafür ist ein Trainingslager ja auch da, um vielleicht auch mal Belastungsgrenzen auszutesten, körperliche. Dafür wird das Training morgen Vormittag wahrscheinlich etwas entspannter ausfallen. Da werden wir euch auf jeden Fall nochmal live mitnehmen von dem Training aus Bad Ragaz, vom letzten Training in diesem Jahr, bevor es dann gegen Mittag zurückgeht mit dem Flieger nach Dortmund. Es kam gerade ein paar Mal die Frage auf, Christoph, wer ist denn die Nummer 10? Bei uns. Es ist eine neue Rückennummer und dann hat er jetzt auch noch eine neue Frisur, seitdem er aus Sommerpause zurückgekehrt ist. Sei euch nachgesehen. Es ist Thorgan Hazard, um es vielleicht aufzulösen, der in der vergangenen Saison noch die 23 getragen hat, die jetzt Emre Can übernommen hat. War stark. Ja, gut gelöst von der Nummer 14 der alten und neuen Saison. Nico Schulz. Ja, die 10 ist ja frei geworden und Thorgan hat als erster die Hand gehoben. Jetzt steht er im Abseits bei dem schönen Diagonalball von Marius Wolf. Und auch das ist korrekt. Er stand da einfach ein Schrittchen zu weit vorne. Thorgan hat übrigens gesagt, er wünscht sich zwei weitere Zehner diese Saison. Nämlich 10 Tore und 10 Assists am Ende. Finde ich es. Ist doch mal eine gute Aussage. Absolut. Er hat in dieser Saison zum ersten Mal die Wette mit seinem Bruder Eden gewonnen und hat mehr Scorer-Punkte am Ende der Saison aufweisen können. Aber natürlich war Eden bei Real Madrid auch eine Zeit lang verletzt. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, in dieser Saison nur begrenzt vergleichbar, die Leistung der beiden. Aber nichtsdestotrotz hat sich Thorgan da, glaube ich, drüber gefreut, dem Bruder auch mal zu zeigen, guck mal, ich liefere auch ganz schön ab. Ja, und er sieht die 10 nicht als Bürde, sondern als Ansporn, noch einen Gang höher zu schalten in dieser Saison. Wenn er das so artikuliert, finde ich das auch gut. So, jetzt der Ball mal wieder in den Reihen des BVBs. Und das ist so ein bisschen auffällig in der zweiten Halbzeit, dass es schon die ein oder andere Phase mehr gibt, in der Austria den Ball mal kontrolliert in ihren Reihen auch früher halten kann. Ja. Also ich habe das Gefühl, sie stehen in dieser zweiten Halbzeit insgesamt höher, trauen sich mehr zu. Da hilft natürlich dann auch noch, wenn man in der 54. Minute das 5:2 geschossen hat.
Ja, Lukas Piszczek. Jetzt hat er gerade den Ball und spielt ihn weiter auf Marius Wolf. Er hat gesagt, er zieht sich ein Stück weit zurück. Nicht aus der Verantwortung, aber aus den Ämtern. Möchte in seinem letzten Jahr als Fußballprofi, nicht nur beim BVB, sondern in seiner Karriere, den Weg einleiten, dass andere so langsam dann auch mal aufrücken in den Mannschaftsrat. Aber er bleibt eine gewichtige Stimme dieser Mannschaft. Das steht außer Frage. Auch mit 35 oder vielleicht sogar gerade mit 35. Ja, er will da, glaube ich, auch einfach anderen in der Mannschaft die Chance geben, noch ein Stückchen mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, mit 35 ist er ja auch der Älteste in der Mannschaft. Da bist du so schon die Autorität innerhalb der Mannschaft. Da braucht es kein Amt und keine Funktion mehr, um von allen anderen angesehen zu werden in der Mannschaft. Und wenn du außerdem auch noch die meisten Klimmzüge schaffst, hilft auch noch. Das stimmt. So, jetzt gibt es die 9. Ecke. Die erste in der zweiten Halbzeit und dieses Mal getreten von Jadon Sancho, der sich da den Ball zurechtlegt. Ich hatte es in der ersten Halbzeit erwähnt, der hat heute Vormittag schon fleißig geübt. Im Training jede Menge Ecken und Freistöße geschlagen. Ja. Man kann geklärt werden, Emre Can. Aufs Dach, hinters Dach. Dieser. Oh, der war ein bisschen kurz. Jetzt hat Austria wieder die Chance, aber wird zurückgepfiffen, weil da der Arm im Gesicht von Thorgan Hazard gelandet ist. Ja. Beim Lossprinten. Das hat Andreas Heiß, der Schiri, heute gesehen und das Spiel unterbunden. Hier sehen wir die Szene nochmal. Ein Pass von Tobi Raschel. Bisschen zu ungenau. Ja, und dann ging der Arm ins Gesicht von Thorgan Hazard. Deswegen geht es weiter mit Freistoß für den BVB, der über Bellingham und Schulz jetzt wieder aufbaut. Schöner Versuch von Jude. Hängen geblieben, aber der Ball bleibt beim BVB. Taylan Duman setzt sich da durch, aber geht in den 16er und verliert dann doch den Ball. Die Austria kann sich erstmal befreien. Ja, Bellingham presst weiter hoch. Ja, mit einer ähnlichen Szene hat er auch das 1:0, das erste Tor der Testspielsaison 2021 eingeleitet, als er da beim Pressing den Ball gewinnen konnte und Erling Haaland Gio Reyna den Ball aufgelegt hat am Mittwoch gegen Altach. So, den läuft Emre Can ganz souverän ab und kriegt dafür auch Applaus für das Ablaufen und den Pass auf Marius Wolf. Und der BVB baut neu auf über Thomas Delaney und Tobi Raschel. Da bietet sich nicht viel an. Da stehen die Pfeilchen eng an eng. Also versuchen es die Borussen über die rechte Seite. Ja, Jude Bellingham, ihr habt es in der Halbzeit gesehen, wenn ihr dran geblieben seid. Da hat Patrick Ovomoyela im Interview ja erzählt, auf die Frage, ob er ein Sechser, ein Achter oder ein Zehner ist. Auch eigentlich von allem ein bisschen. Er traut sich alles zu. Und so spielt er auch. Er lässt sich überall blicken. Will offensiv wie defensiv Aktionen bringen. Und jetzt müssen wir gucken. Jadon Sancho ist schon im 16er, legt nochmal raus. Die Flanke bleibt hängen, aber der Ball bleibt im Besitz des BVB. Und Emre Can hat das Spiel vor sich. Schöner, kluger Pass auf Nico Schulz. Der hat Platz zum Flanken. Aber es gibt eine Ecke. Die 10., oder Tobi? Richtig, wir machen die 10 voll und auch von der linken Seite wird Jadon Sancho den Ball in die Mitte bringen. Um das vielleicht noch kurz abzuschließen mit Jude Bellingham, da gab es ja auch von Michael Zorc sehr lobende Worte, der gesagt hat, der ist gerade 17 geworden, ist jetzt seit 2-3 Wochen bei uns im Training und man hat das Gefühl, der wäre schon ein Jahr oder länger hier.
Also auch der Sportdirektor zeigt sich begeistert von den ersten Eindrücken unserer neuen Nummer 22. Jetzt gucken wir mal wieder auf den Platz. Kommt der Ball von Sancho und Can. Und der Ball ist im Tor. Und Emre boxt noch mit dem Pfosten, der ihm da vielleicht ein bisschen geholfen hat beim Tor. Das heißt 6:2 in der 65. Minute. Nee, 66. Ja, ich glaube, es war nur die 65. Aber vor allem war es ein Tor nach einer Ecke, Christoph. Ja. Ja, und, oh ja, der ist deutlich hinter der Linie. Und obwohl er heute noch ordentlich einen mitgekriegt hat im Training, geht er da mit dem Kopf hin. Ja, ich glaube, es war fast am Ende die Schulter, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, köpft er sich selbst an die Schulter. Aber scharf reingeschlagen von Jadon Sancho an den Fünfer, die Ecke. Und dann kommt Can da relativ frei zum Kopfball und kann dann auf 6:2 für den BVB erhöhen. Und du sagst, es war die 65. Dann will ich dir mal glauben. So hat es auch der Stadionsprecher gesagt. Ach. Aber auch das soll natürlich nichts bedeuten. Der hat nicht mal gesagt, dass das erste Tor in der 0:9. Minute gefallen wäre. Okay, Punkt also für dich. Aber bevor wir uns jetzt zu sehr streiten, weisen wir vielleicht an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass wir uns ganz herzlich bei unserem neuen Partner 1&1 bedanken, die diesen Livestream heute möglich machen und die nicht nur den Livestream für euch möglich machen, sondern die auch noch ein super Gewinnspiel raushauen mit zwei Top-Smartphones, die ihr gewinnen könnt. Zwei Xiaomi 10 im Wert von jeweils 799 Euro. Und alles, was ihr machen müsst, um diese Top-Smartphones zu gewinnen, ist einfach 1&1 auf Instagram folgen, den Gewinnspielpost liken und dann noch einen Kommentar dalassen. Und schon seid ihr in der Trommel und könnt womöglich gezogen werden. Wir drücken natürlich die Daumen, dass ihr dann neben einem relativ wahrscheinlichen Testspielerfolg unserer Mannschaft dann auch noch ein super Smartphone heute gewinnen könnt. Haben wir die Teilnahmebedingungen schon eingeblendet? Das haben wir. Auch das ist erledigt und in der Zwischenzeit, während dieser kleinen Werbeunterbrechung, hat Andreas Heiß schon wieder zur Trinkpause in der Mitte der zweiten Halbzeit gepfiffen oder gebeten. Die Fans hier auf der Haupttribüne nutzen, da sind die Spieler ganz nah dran und machen alle möglichen Fotos. Und ich sehe tatsächlich André Ahrenseder auch sitzen in der dritten Reihe, unser Mr. Trainingslager. Es ist das 53. Trainingslager, das dieser Mann besucht. Er hat im Laufe der Jahre geschätzte 300.000 Euro für Reisen mit dem BVB ausgegeben. Das nenne ich mal eine Investition. Patrick Obomoyela und ich haben den Mann getroffen vor ein paar Tagen. Wir haben uns unterhalten über alle möglichen Geschichten in und rund um Trainingslager mit dem BVB aus den 80ern, 90ern und das Beste von heute. Es war wirklich sehr lustig und was auch sehr schön war, Sebastian Kehl ist noch dazugekommen und vor allem Ovo und Sebastian haben sich mit Grausen daran zurückerinnert, wie früher Trainingslager unter Jürgen Klopp waren. Die behaupten, man sieht immer noch die Furchen in Bad Ragaz von den gefürchteten Chucky-Läufen. Ja, also wenn ihr Lust habt, ich habe euch ja schon den Podcast mit Thomas Meunier wärmstens empfohlen. Hört euch gerne auch den noch an. Es wurde gelacht. Das ist nicht untertrieben. 53 Trainingslager, Tobi. Da können wir noch nicht mal zusammengerechnet mithalten, glaube ich. So, der Schiedsrichter bittet wieder zum Tanz. Lila-Weiß hat den Ball. Interessant, dass Marvin Hitz spielt. Ich hätte gedacht, dass Roman Bürki durchspielen wird. Ja, auch bei Torhütern gibt es Belastungssteuerung wahrscheinlich und da wird die Einsatzzeit fair verteilt. Ich würde ein bisschen für Marvin hoffen, dass er sich wenigstens noch wie Roman in der ersten Halbzeit einmal auszeichnen kann und nicht nur so ein Gegentor schlucken muss, wo man wirklich überhaupt nichts machen kann als Keeper, sondern dann nur den Ball hinterher gucken kann und ihn am Ende aus dem Netz holt. Das ärgert, glaube ich, einen Torhüter dann extrem. Nee, den kriegt er nicht mehr.
Aber andererseits haben wir, glaube ich, seit dem Gegentor auch keine einzige Chance der Austria mehr gesehen. Boah, ganz ehrlich, es graut mir, wenn ich das sehe, dass jemand, ein Fußballspieler, die Nummer 99 trägt. Tut mir leid. Geht gar nicht. Ja, und dann noch nicht mal auf unserem Spielberichtsbogen. Ja. Dann können wir ihm noch nicht mal zu 100% den richtigen Namen geben. Aber wir vermuten weiterhin, dass es sich um Mirko Kos handelt. Da war Emre Can, glaube ich, ein bisschen überrascht, wie viel Platz er hatte. Den hätte er mit der Brust auch, den hätte er auch ganz anders verarbeiten können. Runternehmen können, ja. So wenig Druck an der Mittellinie, kommt aber auch überraschend. Abseits, die Fahne geht hoch und Łukasz Piszczek ist liegen geblieben. Hat er, glaube ich, im Zweikampf einen abgekriegt. Aber der ist auch hart im Nehmen. Und steht auch schon wieder. Kommt nochmal die Wiederholung. Ja. Marius Wolf hat Platz. Ah, elegant, schade. Die Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. Genau das wollte ich sagen. Stattdessen also, gibt es die 11. Ecke. Super aufgelegt von Jadon Sancho und dann hervorragend mitgenommen von Tobi Raschel. Hier sehen wir es nochmal. Mit der Brust dann noch einmal vorgelegt, umgedreht und abgeschlossen. Aber da war leider dann der Torhüter mit der 99 im Weg. Jetzt kommt die Ecke von Jadon Sancho. Ist mal flach an den 16er auf Tobi Raschel, der ihn wieder rausgibt. Dann wird Jadons Hereingabe aber. Wow! Kabinettstückchen noch und round. Thomas kann nicht verwerten, aber Marius Wolf. Marius Wolf. Auf Vorlage von Emre Can. Oder 73. was? Vielleicht war es auch ein Eigentor. Und Marius freut sich nicht so wirklich. Müssen wir mal die Wiederholung abwarten, schauen wer da zuletzt ja am Ball war. So, die Slow-Mo beginnt natürlich bei der Aktion von Jadon Sancho. Aber ich würde sagen, das war Marius Wolf. Was ein Trick. Also das ist ja, den werden wir, glaube ich, bei Social Media heute noch rauf und runter sehen, diesen Ausschnitt. Ja, das ist Marius Wolf zum 7:2. Kick it like. Für den Name BVB. This trick. Das war der sogenannte Sancho-Flip. Ja, den muss er für uns nochmal nachmachen. Ja. Und sind wir nur noch ein Tor unseres BVB entfernt von dem 4:1 auch in der zweiten Halbzeit. Und es verbleiben noch gut 20 Minuten. Machbar. Machbar, vielleicht werden es sogar mehr. Wehren würden wir uns nicht, glaube ich. Ah, Jadon läuft schon wieder, der hat Lust. Das ist erstaunlich, wie viel Raum Tobi Raschel da schon wieder bekommt. Schade, dass er da hängen bleibt. Er hat da jetzt ein sehr gutes Rückzugsverhalten. Es hätte auch eine gefährliche Umschaltsituation für die Austria geben können. Und ähnlich wie Gio Reyna ist Jude Bellingham, also es fällt mir auf, dass er auch hier immer anspielbar ist. Eigentlich immer frei steht, beziehungsweise sich in viele Aktionen einmischt und auch
Jetzt gucken wir nochmal auf den Platz. Wieder dribbelt sich da Tobi Raschel durch. Und Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Ja. Hat sich Tobi wieder super gegen zwei Mann durchgesetzt. Und er ist kaum vom Ball zu trennen. Ja, jetzt hat er richtig Lust bekommen. So, und da wird diskutiert, wer den Elfmeter schießt. Schauen wir nochmal. Aber ich glaube, das lässt sich Torgan Hazard nicht nehmen. Ja, da ist er durch. Der Kollege mit der Nummer 6 beschwert sich zwar. Nils Hahn, aber ich würde behaupten, den hat er verschuldet. Aha, die neue Nummer 10. Torgan läuft an. Oh, lässig. Mittig flach. 76. Wenn der Torhüter stehen bleibt, hat er überhaupt kein Problem, den Ball abzuwehren. Aber wer trifft, hat recht, würde ich sagen. Ja. Also um das nochmal mit Jude Bellingham zu Ende zu bringen, ich fand das ganz interessant. Es gibt einige Spieler, mit denen wir natürlich über ihn sprechen, weil er so jung ist noch und die sagen, ja, den muss man am Anfang in den Spielen mit Sicherheit erstmal ein bisschen an die Hand nehmen und die entsprechenden Laufwege zeigen, wo er sich zu positionieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich den in seiner Körpersprache sehe, der zeigt den anderen, wo sie sich hinstellen sollen. Also das Selbstvertrauen, das bringt er mit. Das stimmt, das hat er ja, glaube ich, auch im Interview in Ansätzen gezeigt, dass er durchaus selbstbewusst ist. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch so ein 17-Jähriger auf dem Niveau der Bundesliga und dann auch der Champions League eventuell erstmal ankommen und sich auch da beweisen. Ja, der wird von seiner Mutter noch durch die Gegend gefahren und das finde ich ganz gut. Ne? Beim BVB, ähnlich wie in den meisten Fußballmannschaften, müssen die Jungen die Tore schleppen und er schleppt Tore. Jetzt hoffen wir aber gleich, dass er erstmal wieder den Ball durchs Mittelfeld schleppt. Das kann er am besten. So, jetzt gibt es die Chance. Torgan Hazard auf Jude Bellingham. Ganz viel Jaden Platz. Jaden hat auch Platz. Er sieht Jaden. Und Thailand Duman setzt am zweiten Pfosten nochmal an. Ah, aber Jude kriegt den Ball. Und hebt ihn rein. Wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen, Wahnsinn. Ist dieses Tor, glaube ich, ein Sinnbild. Dann einfach mal zu lupfen. Den Ball klasse gemacht von Jadon Sancho, der dann rüberlegt auf Jude Bellingham, der zum ersten Mal im schwarz-gelben Trikot trifft und auf 9:2 erhöht. Tja, sieht so einfach aus. Er ist, glaube ich, ein sehr vielversprechender Spieler auf jeden Fall, und den wir da in unseren Reihen haben. Wenn man die Körpersprache jetzt bei Austria sieht, sie drohen sich ein wenig zu ergeben. Wie gesagt, die sind in der Vorbereitung auch noch nicht so weit. Peter Stöger hat da so ein bisschen auch den Druck rausgenommen, verbal vor diesem Spiel. Hat gesagt, wir dürfen nicht zu viel erwarten. Diese Mannschaft ist in die zweite Halbzeit sehr aggressiv gestartet. Haben ja auch dann sofort ein Tor geschossen. Das zum 5:2 in der 54. Aber zunehmend hat Schwarz-Gelb hier eigentlich alles im Griff. Tobi Raschel blüht richtig auf. Jadon Sancho hat Spaß. Torgan Hazard, wenn ich das mal sagen darf, in der Rolle vorne gefährlicher und auffälliger als Julian Brandt in der ersten Halbzeit. Er hat sie, glaube ich, auch einfach schon ein-, zweimal häufiger gespielt als Julian. Diese Rolle da ganz vorne drin und kennt dann die Abläufe ein bisschen besser, was die Mitspieler auch von dir erwarten, wie du vielleicht den Innenverteidiger anlaufen musst, um den Ballverlust zu provozieren. Ah, den Ball hat er verloren. Aber er gibt aber nicht auf, ist sofort dran, kann ihn aber nicht wiederholen. Mal wieder alle Spieler, bis auf die beiden Innenverteidiger in der Hälfte der Borussia. Ja, fair getrennt, würde ich behaupten. Es
was jetzt gerade auffällig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause auch hört, aber Marvin Hitz ist sehr lautstark dabei, ja, seine Abwehr zu dirigieren, auch aufzumuntern. Der gibt deutliche Kommandos. Vielleicht will er sich auch gar nicht nochmal auszeichnen. Ah, Thomas Delaney lässt sich nicht so einfach austricksen und wieder Bellingham bietet sich an. Die Umschaltsituation. Oh, super. Thailand Duman, ein Talent aus der U23, macht den 10. Treffer für den BVB in der 81. Minute. So, mir geht der Platz auf dem Notizzettel so langsam aus, was Tore Junge, und Chancen angeht. Ob der Junge sich das wohl erträumt hätte, als er heute im Bus losgefahren ist in Bad Ragaz, losgefahren ist in Bad Ragaz. Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall so ein Moment, den sich genau diese Spieler wie Ansgar Knauf in der ersten Halbzeit aus der U19 oder wie Thailand jetzt sich erhoffen, mal so im Rampenlicht zu stehen und sich zu belohnen für die Arbeit mit den Profis hier mitfahren zu dürfen und trainieren zu dürfen. Und sich vielleicht auch noch mal ins Notizheft des Trainerteams zu schreiben. Jetzt sehe ich gerade im Chat nochmal die Frage, wann kommt die neue Folge Dream Chaser? Da haben wir ja vor 2 Jahren in der Saison 18-19 unsere U17 begleitet. Da war auch unter anderem Ansgar Knauf dabei, da war Youssoufa Moukoko dabei, die wir jetzt hier schon bei den Profis sehen. Die kommt am kommenden Samstag. Da haben wir uns gedacht, jetzt wenn die Mannschaft, die Profis im Trainingslager sind, dann richten wir den Fokus auch nur auf das, was hier im Trainingslager passiert. Ja. Aber am kommenden Samstag könnt ihr euch dann auf Folge 6 freuen. Und ich kann auch verraten, 8 Folgen sind es insgesamt. Also ein bisschen was haben wir da noch, bis diese Serie zu Ende ist. Ja, und ganz ehrlich, wir sind auch froh und dankbar, dass ihr das so viel guckt. Weil man sich natürlich vorher schon fragt, wollen die Leute die U17 sehen? Können die mit den Jungen was anfangen? Aber ihr guckt das, echt viele von euch. Und wir sind froh und dankbar und freuen uns, dass ihr da so mitfiebert. Da hätte Thailand Duman jetzt fast die Chance zum Doppelpack gehabt. Aber Austria konnte im letzten Moment noch mit vereinten Kräften klären. Und Marius Wolf hat schon wieder relativ viel Platz auf der rechten Seite. Gibt aber noch mal ins Zentrum. Und Jadon Sancho hat sich jetzt mal auf der linken Seite einquartiert, aber an den Doppelpass kommt er nicht dran. Da war Thomas Delaney etwas zu optimistisch. So, gute 10 Minuten haben wir noch. Und vielleicht werden es ja noch mehr als die 12 Tore, die wir bisher schon gesehen haben. Ich weiß, wer jetzt im Hotel sitzt und sich denkt, Mist, 10-2, mit mir wäre da noch mehr gegangen. Erling Haaland, der will immer. Wenn der beim Training ist, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, der liefert sich in der Regel Wettrennen. Die Jungs fahren ja mit dem Fahrrad vom Hotel zum Trainingsplatz und er macht dann immer Tour de France da draus. Schlussspurt. Das Training beginnt schon vorm eigentlichen Trainingsgelände für Erling Haaland. Und lass mich raten, egal wer gewinnt, ob es Erling ist oder nicht, der Gewinner des Radrennens hat, wie es sich für die Tour de France gehört, das gelbe Trikot an. Okay, der Pass war da, du musstest ihn nur noch reinmachen. Ja, ne? Der lag sehr auf der Hand, das stimmt.
Jaden nochmal mit Geschwindigkeit. Schön von Tobi Raschel. Oh. Und wieder eine Aktion von Tobi Raschel, die es eigentlich verdient gehabt hätte, dass daraus ein Tor entsteht. Das war hervorragend rausgespielt von Tobi und Jaden. Ja. Aber den muss man auch erstmal so klären als Feldspieler auf der Linie. Also auch davor Hut ab. Auch das wollen wir honorieren an der Stelle. Aber das war von beiden richtig elegant. So, das Gegenstück von elegant, nämlich mit ordentlich Bums. 86. Spielminute, 11:2 für Borussia Dortmund. Torschütze mit der 14, Nico Schulz. Ja, auch Nico Schulz darf sich in die Torjägerliste eintragen. Und unser Freund mit der 99 möchte diesen Augenblick schnell wieder vergessen. Schöne Direktabnahme, aber den muss er natürlich parieren. Also der darf nicht ins Tor. Tobi, aber so 86. ist das als. Bitte? 86. 86. Ja. Aber so ist das natürlich als Torhüter. Wenn du da einen Fehler machst, dann bedeutet das meist schon das Gegentor. Da siehst du dann immer. Kommt keiner mehr hinter dir, ne? Bescheuert aus. Nee, in der Regel nicht. Wenige Sekunden vorher war noch jemand dahinter, der auf der Linie erklären konnte. Da jetzt leider nicht. So, schöner Ballgewinn nochmal von Thorgan Hazard. Und auch da hat Jadon Sancho jetzt wieder sehr viel Platz, wenn Taylan Duman das sieht. Aber der Ball geht nach links auf Jude Bellingham, aber er spielt ihm ein bisschen in den Rücken. Das war, glaube ich, die falsche Entscheidung, die er da getroffen hat. Also die Gasse nach rechts zu Jadon wäre eigentlich ziemlich offen gewesen. Aber beim Stand von 11:2 wollen wir mal nicht anfangen zu meckern. Und das zeichnet Jude wieder aus. 87. und der geht da noch drauf. Läuft durch und blockt den Ball, ja. Jetzt haben wir gerade mit den Dream Chasers einmal angefangen, Werbung für unsere Formate zu machen. Jetzt wollen die Leute wissen, wann kommt Quiz Taxi Teil 2, wann kommt Zimmerduell. Auch das wollen wir Werbung. Natürlich. Also das muss man sagen. Also die möchte man ja sehen, eben, diese Formate. Das oder? Freut uns ja, dass ihr bei den Formaten auch so nachfragt. Beim Quiz Taxi habe ich den Ausstrahlungstermin der zweiten Folge jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, es ist auf jeden Fall in der nächsten Woche der zweite Teil, der kommt. Ja. Und beim Zimmerduell haben wir gestern die zweite Folge veröffentlicht und morgen Abend werden wir dann die dritte und auch schon finale Folge veröffentlichen. Es gibt einen traurigen Zuschauer des Quiz-Taxis, Marcel Schmelzer. Ja, das der gehört stimmt. Eigentlich mittlerweile, das ist eine Institution. Das stimmt, Schmelle und Piszczek, die Seriensieger, aber er kann seinen Titel nicht verteidigen. Leider wurde dieses Duett auseinandergerissen, weil Schmelle ja aufgrund seiner Verletzung leider nicht mit in die Schweiz kommen konnte. Pischu ist trotzdem dabei mit Roman Bürki an seiner Seite. Und die liegen, glaube ich, auch nach der ersten Folge ziemlich gut im Rennen. Ja, weil da noch alles nah beieinander war. Die haben gut abgeliefert in der ersten Folge, ja. Ah, Marcel Hein vermutet, dass Haaland bestimmt im Hotel guckt. Hat er wahrscheinlich auch recht. Und sich freut, was seine Teamkollegen hier so auf den Platz bringen. Wenn er denn von seinem individuellen Training schon zurück ist, hätte er heute individuell auf dem Platz noch eine extra Schicht schieben müssen. Der BVB hat so viele Tore geschossen, dass die Zahl nicht mehr auf die Anzeigetafel im Stadion passt. Das Logo ist über der 1, über der ersten 1 von der 11. Aber 11 passt ja zumindest von den Zahlen her auch gut zu unserem neuen Trikotsponsor und Partner 1&1. Da können wir uns an der Stelle auch nochmal bedanken, dass sie uns diesen Stream hier heute ermöglichen. Mann, du kriegst einen Pokal für diese Überleitung, ehrlich. Ganz groß, Tobi, ganz groß. Und wie gesagt, auf das Gewinnspiel haben wir euch schon hingewiesen. Ihr könnt zwei super Smartphones gewinnen. Guckt mal bei Instagram auf dem 1&1-Account. Da gibt es den entsprechenden Post, den müsst ihr liken. Und einen Kommentar da lassen und schon habt ihr die Chance, zwei Smartphones im Wert von jeweils 799 Euro zu gewinnen. Liebe Zuschauer, es besteht heute leider keine Möglichkeit, Selfies oder Autogrammwünsche der Spieler zu ermöglichen.
Vom Stadionsprecher gibt es jetzt nochmal den Hinweis, dass die Zuschauer, die hier vor Ort sind und sich an gewisse Hygieneregeln halten müssen, heute natürlich keine Selfies oder Autogramme mit den Spielern machen können. Nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, froh darüber, dass bei diesem hohen Sieg, der jetzt auch feststeht, 11-2, dass Zuschauer hier vor Ort sein können. Der Borussia Dortmund gewinnt das zweite Testspiel mit 11-2 gegen Austria Wien. 4-1 stand es zur Halbzeit. Ja, zwei Tests, 17-2 Tore. Ordentlich. 4-1 zur Halbzeit heißt natürlich dann auch 7-1 in der zweiten Halbzeit. Da können wir uns wirklich nicht beschweren. Klasse Spiel der Jungs. Ja. Vor allen Dingen, was die Laufbereitschaft angeht. Ich habe es jetzt mehrfach erwähnt. Die Jungs sind mitten in einem harten, anstrengenden Trainingslager und haben hier wirklich, ja, ich würde mal sagen, sind an ihre Grenzen gegangen und einige vielleicht sogar darüber hinaus. Also da war Will dabei und wirklich, also gerade in der zweiten Halbzeit, was Tobi Raschel hier teilweise im Zusammenspiel mit Jadon Sancho abgeliefert hat, nur eines von vielen Beispielen. Das war auch richtig schöner Fußball schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saisonvorbereitung. Du sagst es und mit diesen besten Eindrücken werden wir uns jetzt gleich auch noch verabschieden. Da werden mit Sicherheit noch die Highlights noch mal kommen für euch, die wir dann natürlich auch kommentieren, bevor wir uns dann verabschieden. Jetzt sehen wir erstmal, dass auch die Mannschaft aus der zweiten Halbzeit natürlich sofort Wasser trinkt. Es war heiß, es waren an die 30 Grad auf dem Platz, womöglich noch wärmer.